Uff. Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. Tja, die Grinsebacken. Ein Strickhändler haben wir hier. Und wir haben einen Therapeuten, Barry. Barry, unser größter Fan. Wunderschön. Und den Chefredakteur. Wir fangen oben rechts an. Er sieht aus wie dieser Pantomime, von dem ich manchmal träume. Er versucht, nach seiner Mutter zu rufen, aber er hat ein Baguette im Mund, aus dem lauter Spinnen krabbeln. Warum starren Sie mich denn so an? Das wollen Sie nicht wissen. Ich ahne schon, wir haben hier so einen tollen ärztlichen Überweisungstherapiegutschein, aber... Ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Überweisung. Muss das wirklich sein? Mein Hausarzt ist nicht gut auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha, Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Na gut. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizblock. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das am besten tun werden, weil wir haben hier die ärztliche Überweisung, die wir dafür brauchen. Aber ich glaube... Ja, machen wir gleich. Ansonsten... Oder? Na, wir machen es gleich. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ach, das heißt, Sie könnten nämlich einfach irgendwelche Medikamente verschreiben. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Also. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So, so. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar. Es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebäcker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten. Das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal. Ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Also, wo sollen wir da denn anfangen? Oh. Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja. Er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. So, ich hätte doch ein wenig Angst, glaube ich. Ein wenig viel Angst, um genau zu sein. Ein wenig sehr viel Angst. Mich quälen. Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so. Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja! Hören Sie mir überhaupt zu?
Ja, ich glaube nicht, dass er uns gerade zuhört. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ignoriert uns einfach eiskalt. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Aber irgendwie... Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, ne, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Ich glaube, der wird gleich Selbstmord begehen, wenn wir so weiter mit ihm reden. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ach, ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Er hält uns definitiv für verrückt. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Ja, okay, lass uns mal das Thema wechseln. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Okay, das hatten wir auch schon gehabt mit dem Freund. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Ah, komm schon, drück mal ein paar raus hier. Wir brauchen das. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? So, dann können wir hier noch, Es geht hier eigentlich... Sind Sie sich, kann es nicht vielleicht sein, dass es Moment. Hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Ich würde gerne noch einmal über mich reden. Tja, das lässt sich wohl leider nicht verhindern. Leider haben wir da nichts mehr, was wir mit ihm besprechen könnten. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Ja, eigentlich bin ich nicht zum Quatschen hier, denke ich es doch mal. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel. Mit Karten. Ein Kartenspiel? Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay. Dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis! Ich meine, los geht's. Was? Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier?
Elysium wie eine majestätisch über den Wohnjahrhorn. Elysium startet in Richtung Utopia. Das bin ich, zusammen mit Goal auf Elysium. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Das bin ich, zusammen mit Goal auf Elysium. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hierauf? Ein niedliches Vöglein, eine bezaubernde Funkelelfe, eine wunderhübschen Schmetterling. Ja. Eine bezaubernde Funkelelfe. Bitte was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in den Hintern stiege. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Aha. Was erkennen Sie hierauf? Ein Engel. Oh. Ja, sehr schön. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Können Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben? Sind Sie an der falschen Adresse? Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Nanu. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Ihr wollt aber die Tabletten haben. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Okay. Na gut. Okay, wir müssen das vielleicht... Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Wir brauchen die Tabletten. Was erkennen Sie? Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Elysium startet in Richtung Utopia. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Dann machen wir das Erste. Machen wir mal ein bisschen die entspannte Variante und nicht die Teufelsvariante, ja? Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Das nächste Bild. Was? Ein niedliches Vöglein, ein hübscher Schmetterling. Machen wir den Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon. Aber egal. Machen wir einfach weiter. Okay. Machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie? Ja, den Mann ist hier einen großen Helden. Machen wir das. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern... Aber ich habe in dem Er will nicht mit uns Sie reden. Wir fragen einfach ihn nochmal nach Tabletten. Tabletten. Ich bräuchte... Schon wieder. Ja, schon wieder. Wir wollen die Tablettchen haben. Na gut. Ach, komm schon. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Was? Erst einmal, dann entscheide Wenn Sie so... Okay. Ach, das echt. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Wir kommen Sie gern wie quatschen demnächst weiter. Können wir einfach mit dem Strickhändler hier drüben quatschen? Haha. Huhu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha, ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja. Ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich. Tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Ja, wir haben ein Probeexemplar hier gerade hängen. Samtig. Das schmeichelt dem Hals. Oh, wie schön. Probeexemplare.
Da unten haben wir den Chefredakteur. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Quatschen wir ihn trotzdem mal an. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Da unten hockt Barry. Da haben wir noch einen Setzkasten. Hier haben wir nichts weiter. Ein Auslegbarer. Chip, die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Das ist die Auslegbare. So rum. Werbeschild. Moostherapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Ein Medizinschränkchen. Und wieder auf die andere Seite. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Ah, Moment. Ich bräuchte... Ja, wir brauchen nochmal eine Therapiesitzung. Schon wieder? So, wir möchten nochmal das Kartenspiel spielen. Wollen wir noch ein... Ja, bestimmt wollen wir das. Also... Ich habe keine Lust mehr zu spielen, das bin ich. Elysium startet in Richtung Utopia. Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, zumindest kommen wir. Ja, okay, also es wird auch nicht besser. Was? Ein Miet. Und Sie sehen. Wieso? Okay. Ja. Was? Das bin ich, den großen Helden, mich, das ist alles. Ich sehe. Und Sie sehen. Wieso? Ja, er wird uns jetzt auch wieder wegschicken, denke ich. So, wenn aber ich in dem Fall für. Sie sollen. Ja, wir sollten jetzt wohl gehen. Okay, und bringt erstmal nichts. Wir gehen erstmal zu Barry. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Quatschen wir mal mit Barry. Und wieder laufen. Hallo, Barry. Barry, da ist jemand an der Tür. Ich hab's gehört. Scheuch ihn weg. Ich brauche Ruhe für die Cover-Story. Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte. Ja, ich weiß. Psst, Rufus, komm rein. Aber bitte ganz leise, ja? Ganz leise schnappen wir uns den Setzkasten. Irk, wie in... Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Irk. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Irk. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Ich will nicht wissen, was damit gemeint war. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So ein Azure. Gut, Druckerschwärze. Nehmen wir mal mit. Barry, haben wir auch nichts weiter zu mitnehmen. Papier nehmen wir mit. Und noch mehr. Ach nee, schade, geht nicht. Die Klingel können wir auch nicht mitnehmen. Hier sind nur Stricke, Probeexemplare, Werbeschilder. Arzneimittel, da kommen wir gerade nicht ran, da er uns nicht wie verrückt hält. Oder nicht, also Antidepressiva, dass wir depressiv werden. So, dann quatschen wir mit Barry. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann... Ja, das hatten wir gerade. Hey Barry, warum so traurig? Ach Rufus, das ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Was? Dass du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst ein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. So, also sollen wir uns ein Foto besorgen für die nächste Heldentat. Aber jetzt haben wir erstmal alles abgequatscht. Und wir gehen. Huch, das war zum Therapeuten, zur Redaktion, zum Strickladen. Okay, das haben wir auch erstmal alles geklärt. Jetzt haben wir nur noch einen, ja, einen Satz können wir noch machen hier. Na, Baby Bozo, verschwunden. Eine Antenne, die nehmen wir doch einfach mal mit. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Und, also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Ups. Huch. Zufall, Zufall, ein Zufall, ein großer, großer, böser Zufall. Ein böser, böser Zufall. So, jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Private, Lottie und
Lotti? Lotti! Und Sergeant Bambi. Und hier ist erstmal soweit nichts weiter. Lotti! Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt Offiziere des Widerstands! Offiziere, köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi. Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Das gibt Fältchen. Lotti, unsere geliebte Lotti aus dem zweiten Teil oder aus dem ersten Teil. Aus dem ersten Teil war das sogar noch. Ah, den habe ich auch noch nicht gespielt. Aber ich glaube, das müsste der erste Teil gewesen sein. Wo? Ja, doch. Lotti in der Rezeption des Bürgermeisterhauses ist. Ich weiß gar nicht mehr. Könnte auch der zweite. Oh Gott. Erster. Ich glaube, das war erster. Ich verwechsel das sonst nicht so stark. Aber ich. Erster. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich hab hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Garlef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so, die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Garlef und Liebold sind im Lager, gleich hinter dem Tor dort. Dann müssen die wohl erstmal reichen. Da schauen wir gleich als nächstes noch nach. Und dann heißt es erstmal Aufnahmestopp für heute. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexitaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind, das sind nützliche Tiere. Exakt. Wie Frauen. Oh, bitter böser Übel. Achtung! Leitender Offizier anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich. Du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen? Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Was? Ich war so lange weg? Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. So, wir machen uns auf den Weg in das Lager. Und dann schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Tor zum Rebellenlager. Huhu, aufmachen. Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus. Aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Tja, also müssen wir irgendwen davon überzeugen, dass wir hier wirklich... Also der dritte Rufus wird wahrscheinlich an der obersten Aufstiegsstation sein, aber guck mal hier, Bambi und Lotti wissen doch, wer wir sind, oder? Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ja, ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Ich bin eindeutig Rufus. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann.
Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Ihr braucht also ein Squad-Emblem. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Wie wär's mit einem Einhorn, mit einem Wischmob-Haifisch? Ja, guck mal hier. Wie wär's mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit Altrosa? Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Verdammt. Wie wär's mit einem Wischmob? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Will ich aber gar nicht. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmob dabei zu haben. Das will ich gar nicht. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Ach ja. Wie wär's mit einem Einhorn? Ja. Private. Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein. Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Ach ja, komm mal her. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Wir werden schon was finden. Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Ja, das ist Bambina aus dem zweiten Teil, die waffenschießende Frau, die im schwimmenden Boot saß. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger. Besser. Ja. Okay, wir haben hier einen Antennengabel. Komm mal. Was? Fingerfokus. Ich sehe zwei potenzielle Frauen in Not, aber ich sehe keine Not. So nutzen sie mir gar nichts. Ah, das ist der Schnappschuss, den wir brauchen für... Ah, alles klar. Hier, guck mal. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Ein Irk. Wofür soll das stehen? Für irgendwas Harmloses. Das schreibt sich mit I, wie Intensivstation. Schade, Irk wäre doch so ein richtig schöner Titel gewesen. Ein Babyfon. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Ein Babyfon? Was willst du uns damit sagen? Dass wir zahnlose Babys sind? Nein, nein, ihr habt Zähne. Keine Frage. Wenn du Beweise brauchst, kann ich dir gerne den Arm abbeißen. Wäre nicht das erste Mal. Was? Hätte ich mal den Arm abgebissen? Ein Brief. Guck mal hier, ein Brief. Ich habe einen Brief für dich. Von Bozo? Genau. Ich habe jetzt keine Zeit für Rührseligkeiten. Ich muss mir ein Motiv... Schade. Druckerschwärze, Papier, Papier mit Druckerschwärze. Schwarzes, geschwärztes Papier, guck mal. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hä? Das ist doch nur ein Fleck. Ich finde, er würde euch stehen. Wir würden ein paar blaue Flecken, ja, wäre okay. Ein... Aber ich noch nicht... Ja, ja. Oh, Entschuldigung, machen wir gleich nochmal. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hä? Das ist doch nur ein Fleck. Ich finde, er würde euch stehen. Dir würden ein paar blaue Flecken auch ganz gut stehen. Wäre ein schöner Kontrast zu deiner blutenden Nase. Aber ich hab doch gar keine Bluten. Noch nicht. Tja, das ist nämlich immer so, wenn man das irgendwie ganz schön mal so ausprobiert, dann... Würde ich Irko heißen? So ein Ergo. Antennengabel? Ach komm, tätowier den Antennengabel. Nein. Das eignet sich nicht als Motiv für ihr Squad-Tattoo. Ist noch zu lässig. Was zulässig? Kann aber nicht wahr sein.
Ja, und ich würde sagen, wir haben hier erstmal, aber wirklich allererstmals, haben wir jetzt pauschal, einfach mal, würde ich zumindest sagen, wir können ja hier nochmal den Brief übergeben, falls das funktioniert, haben wir erstmal hier auch so grob und ganz alles einmal abgearbeitet. Und Moment, wir können ja erstmal den Brief übergeben an die Mama Boso. Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Hey, wo bleibt der Applaus? Das war ein Brüller. Was steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Okay, dann geben wir den Brief mal an Opa Boso. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die Stimmung verderben. Okay, dann gehen wir hoch zu Boso, machen ihn noch deprimierter, als er eigentlich schon ist. Pass mal auf, Boso, wir lesen jetzt ein Briefchen vor. Hey, Boso, hier ist ein Brief von deinem Vater. Was? Das heißt, warte mal, mochtest du deinen Vater? Aber ja. Nee, dann glaube ich nicht, dass dich das aufmuntern würde. Okay, das Sparschwein. Hier hast du ein Babyfon. Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Ja, Sparschwein kriegen wir auch nicht. Guck mal, Boso, das ist doch ein schönes Boso-Bild. Guck mal hier. Was soll denn das für eine Heldentat sein? Es gäbe ja nicht einmal Explosionen. Ach, verdammt, das ist also nicht die geeignete Heldentat. Antennengabel, Boso, geschwärztes Papier, Brief. Irk, guck mal, Boso, Irk. Hey, Boso, sag mal Irk. Nah dran. Ah, knapp daneben. Ja, der alte Brummbär. So, ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen kleinen Aufnahmestopp. Ich stelle mich erstmal noch irgendwo schön hin. Damit wir so ein bisschen hier... Ah, guck mal, wir gehen jetzt an den Rand. Vielleicht springt der Rufus ja gleich ganz zufällig. Nee, macht er nicht. Darunter. Hier haben wir auch erstmal erforscht. Und das nächste Mal, in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge von Goodbye, Deponia, geht es damit weiter, dass wir uns mit Rufus Nummer 3 auch erstmal in der nächsten Welt noch umschauen. Und danach wird das ganze Rätsel erst einmal beginnen. Wir haben nämlich noch nicht ansatzweise irgendetwas hier großartig erledigen können. Na doch, wir haben Baby Boso verscheuchen können mit einem Energielolli. Aber naja, ist glaube ich noch nicht ganz so viel gewesen. Und bis dahin wünsche ich noch eine angenehme Nacht, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen, eine wunderschöne Tasse Kaffee auf dem Arbeitstisch. Ich weiß nicht genau und ich drücke jetzt hier einfach mal auf Speichern. Und wünsche euch...